kommt zu Ihnen. Sturm lautet das Bild Franz Sedlaceks. Und dieser Sturm wütet nicht nur, er hat auch veritablen Schaden angerichtet. Ein riesengroßer Baum, ein Riese, der geborsten vor unserem Auge, schräg durch das Bild kragend, eine Richtung vorgibt. Geröllbrocken, wie herabgestürzt von den Bergen und durch diese hinwegsprengend aus dem Bild fliehend ein weißes Reh. Dieses Unwetter, dieser zerstörerische Wind scheint im Hintergrund immer noch zu wirken. Aus der Finsternis, die Franz Sedlacek mit pastösen, wechselnden Farbaufträgen, mit ihren sonderbar matt glänzenden Oberflächen, sehr, sehr dicht und körperlich erfahrbar und erfassbar in seiner Textur entwickelt, inmitten dieser Düsternis ein riesengroßer Sandsteinbrocken, bizarr wie herabgestürzt und abgebrochen, auf dem kleine Grasbüschel zu blühen, zu gedeihen scheinen. Eine dystopisch anmutende, beunruhigende, sonderbare Szenerie. Dafür ist Franz Sedlacek bekannt. Bilderwelten, Kompositionen, die manchmal geradezu ironisierend brechend das beunruhigende, sonderbare, das schwer zu fassende, als würde aus Seelenuntiefen heraus etwas herausblitzen und brodeln. All das macht Franz Sedlacek sichtbar und erfahrbar. 1891 in Breslau geboren, übersiedelt er als ältester von drei Söhnen des Kältemaschinenfabrikanten seines Vaters nach Linz, wo er sozialisiert wird, das Gymnasium absolviert, um danach nach Wien zu gehen. Er beginnt ein Architekturstudium, wird allerdings kurze Zeit später auf den Wunsch seines Vaters mit dem Studium der technischen Chemie beginnen. Nach der Promotion, nach dem Doktoratsstudium wird er im Technischen Museum in Wien als Leiter für technische Industrie fungieren, ein Beamtenleben. Und daneben als Autodidakt sein sonderbares, eigentümliches malerisches Œuvre entwickeln, das diese untiefen und sonderbar düsteren Welten zum Thema hat. 1933 tritt Franz Sedlacek aus freien Stücken der Reichskunstkammer bei. 1938 wird er um Aufnahme in die NSDAP ansuchen. Ein überzeugter, ein begeisterter Nationalsozialist. Franz Sedlacek, der auch Mitbegründer einer Linzer Künstlergruppe war, der sich als Kunstschaffender engagiert zeigt, Franz Sedlacek, der zweimal einrücken wird, um letztendlich 1945, nachdem er in Stalingrad, in Norwegen und in Polen als Soldat dient, verschwindet. Ungeklärt ist bis zum heutigen Tag, wo Sedlacek sein Leben beendete. Für ein politisches System dienend, als Soldat einrückend, das er aus persönlicher Überzeugung mitverantwortet hatte. Franz Sedlacek, ein faszinierender Künstler, der in seinem Œuvre Dinge sichtbar macht, die wie Gegenwelten, wie sonderbar untiefe, eigentümliche Seelenlandschaften wirken, die uns als Spiegelfläche und Projektionsebene dienen. Franz Sedlacek, ein facettenreicher Künstler und ein Mensch, der sich den Verwerfungen des Dritten Reichs aus Überzeugung hingegeben hat. Jedenfalls ein Œuvre, das einen Blick lohnt und beweist, die menschliche Seele ist ein weites Land.
manchmal vom Sturm gebeutelt, jedenfalls gebrochene, geborstene Baumstämme und flüchtende, zerbrechliche und hilflose Tiere sind auch ein Teil einer Persönlichkeitsstruktur, die manchmal vielleicht von Gewaltfantasien durchdrungen und getragen war. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der Österreichischen Galerie Belvedere.